Hallo, willkommen zu meinem Video zum Thema Runden von natürlichen Zahlen. Ich beginne da gleich mit einer Aufgabe. Wir wollen die Zahl 42 auf 10er runden. Die 10er ist hier die Ziffer 4 in der 42. Und möchten wir auf 10er runden, müssen wir uns überlegen, zwischen welchen 10er Zahlen die Zahl 42 dazwischen liegt. Das ist die 10er Zahl 40 und die 10er Zahl 50. Zwischen 40 und 50 liegt die Zahl 42 und wenn wir uns das auf unserem Zahlenstrahl anschauen, sehen wir, dass die 42 näher der 40 als der 50 liegt. Damit haben wir auch schon unsere erste Antwort für als Rundungsergebnis, also die Zahl 42 gerundet auf 10er ergibt 40. Wenn wir nun die Zahl 47 runden wollen, wieder auf 10er, schauen wir uns an, ob die Zahl 47 näher zu 40 oder zu 50 liegt. Das sieht man optisch ganz gut, eindeutig näher der 50, das heißt, wir runden 47 auf 50. Bei der Zahl 45 schaut die Sache etwas komplizierter aus. 45 liegt genau in der Mitte zwischen 40 und 50. Da hat sich jetzt die Mathematik entschieden zu sagen, ab 5, also wenn die Stelle davor eine 5 ist, dann wird aufgerundet, nämlich auf 50 in dem Fall. Schauen wir uns die Regeln im Überblick an. Was tun wir beim Runden? Wir markieren einmal die Stelle, die zu rundende Stelle. Das war hier die Ziffer 4 in der 45. Wir schauen uns die Ziffer, die davor steht, an, also die Stelle davor. In dem Fall ist das die einer Stelle. Hier steht ein Fünfer. Und dann gibt es eine Regel, wenn wir uns diese Stelle davor anschauen. Wenn davor eine 1 bis 4 steht, wird abgerundet. Wenn an der Stelle davor die Ziffer 5, 6, 7, 8, 9 steht, dann wird aufgerundet. Wenden wir die Rundungsregeln jetzt nochmal auf ein Beispiel an. Hier runden wir auf 100er. Die Zahl 226 auf 100er gerundet, so müssen wir da schon in größeren Dimensionen auf unserem Zahlenstrahl denken. Die Zahl 226 steht zwischen den beiden 100ern 200 und 300. Und wenn wir uns das anschauen am Zahlenstrahl, steht sie eindeutig näher der 200. Abgesehen davon lautet die Regel, wenn vor der 100er Stelle, also in dem Fall auf der 10er Stelle, die Zahl 1, 2, 3, 4 steht, dann wird abgerundet, nämlich auf 200. Ansonsten würde aufgerundet werden. Also, unsere Antwort ist 226 gerundet auf 100er ergibt 200. Die Zahl 254 gerundet auf 100er steht näher der Zahl 300 als der 200, daher wird die Zahl auf 300 gerundet. So, wozu braucht man das Thema Runden im Alltag? Zum Beispiel, wenn eine Zeitung irgendeinen Artikel verfasst oder wenn man über ein Konzert spricht miteinander und man weiß, dass auf einem Konzert zum Beispiel 5062 Besucher waren, dann interessiert das jetzt niemanden so genau im Detail, dass da 62 Leute waren, sondern man sagt, dort waren rund 5000 Leute auf Besuch. Oder wenn man überlegt, man geht ins Museum und drei Eintrittskarten kosten 18 Euro, wie viel Geld werde ich mir dann einstecken in meine Geldbörse? Ich nehme mir einen 20er mit. Hier in solchen Situationen braucht man das Runden.